Ich grüße euch alle herzlich zurück hier bei Mittelerde Mordors Schatten. Wir springen mal schnell hier runter, so. Und aktivieren mal unseren guten Blick, denn wir wollen hier ja ein Artefakt finden. Wie beim letzten Mal angekündigt, wollen wir jetzt auch die restlichen Ecken erkunden, die hier noch geblieben sind. Ich tippe mal darauf, dass dann hier oben drauf sein wird. Ja, genau so eine Art habe ich mir vorgestellt. Wir wollten in diesem Video hier die restlichen Aufgaben erledigen. Einige Bogenaufgaben gibt es hier noch für die Legende unseres Bogens. Auch die wollen wir natürlich machen, aber erstmal hier eine gondorische Münze. Die Händler in ganz Mittelerde wissen, wenn es aus Gondor stammt, ist es gut. Und sie akzeptieren gern diese Silbermünzen, Kastar genannt, als Währung und treiben mit ihnen Handel in den zivilisierten Reichen und mit fast allen Völkern Mittelerdes. Diese bestimmte Münze gelangte wahrscheinlich über das Nurnenmeer nach Mordor, die Haupthandelsroute dieser Lande. Sieht sehr schön aus. Hier das Wappen. Ja, Gondors kenne ich jetzt persönlich. Die Krone, die Aragorn am Ende von Herr der Ringe 3 aufhat, übrigens. Sehr interessant. Okay, die Erinnerung. Nimm es, die Währung des Landes. Klar, aber es ist die Währung Gondors. Wenn du es nicht willst. So war das nicht gemeint. Aber wie wäre es mit etwas weniger davon und etwas mehr von den Elbenkleidern, die ihr von Eregion mitgebracht habt? Das lässt sich sicher einrichten. Tja, ich denke mal, hier haben Münzen nämlich nicht mehr eine ganz so große Bedeutung. So, was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, da wartet Flammen und Schatten auf uns. Er lockte seine Angreifer in eine Sprengfalle. Die Welle der Zerstörung konnte noch von den Hügeln des Orodruins aus gesehen werden. Die Legende Askars wollen wir natürlich auch erledigen. Gondor nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Sauron hat Gold? Seit wann das denn? Naja, da hinten ist die Mission. Laufen wir eben dahin. Ist ja nicht wirklich allzu weit weg. Daher würde ich sagen, einmal schnell hier hochklettern. Und dann sind wir schon da. So. Ich bin gespannt, was hier für eine Aufgabe auf uns wartet. Du kannst nicht entkommen. Das könnte schwieriger werden, als ich es vermute. Ja, da wurden wir schon getroffen. So viel zur optionalen Aufgabe. Wobei die Orks sich nicht gerade schlau anstellen. Auch das muss ich anmerken. Neunzehn von 30. Ich würde mich aber auch nicht direkt neben so einem Fass positionieren, aber es sind ja jetzt hier diese Herausforderungen. Oh, da kommen noch ein paar, aber die scheinen nicht nah genug ans Fass zu kommen, oder? Doch relativ, oder würde ich sagen, hier unser letztes Fässchen. So. Best, sie verschwinden nicht. Das ist immer interessant, dass die nicht verschwinden. Komm mal her, Freundchen. So. Sie wollten es ja nicht anders. Ich bin unschuldig.
Hier oben direkt die nächste Bogenmission. Es gibt kein Entkommen. Mit wachsamem Blick beobachtete er, wie die Kreatur seine Feinde jagte. Er sorgte dafür, dass sie die Sicherheit ihrer Festung niemals erreichten. Oh Mann, das hört sich böse an. Und vor allen Dingen nach einem Karagor. Boah, sieht das schön aus mit dem Lichteinfall. Meine Güte. Ihr merkt das schon, die letzten Videos drehen sich jetzt überwiegend hier um das Erkunden und dem Erledigen der Nebenaufgaben, aber ich denke mal, wie gesagt, das gehört auch auf jeden Fall dazu. Und ich möchte hier auch keinen Umfang des Spiels liegen lassen. So. Einmal hier hoch. Und auf geht's. Um den Orks das Entkommen zu verhindern, beziehungsweise ihnen jegliche Chancen auf eine Flucht zu nehmen. Uruks festnageln. Das hat ganz gut funktioniert. Ich fühle mich hier aber ein bisschen unwohl. Außenbezirk. Achso, wir haben die abgeschlossen. Super. 3 Fähigkeitspunkte. Wir haben nicht genug Macht, um etwas anderes freizuschalten. War es das hier dann jetzt? Ja, wir haben es geschafft. Dann machen wir doch direkt hier den Aussichtspunkt. Den Schmiedeturm. Der ist ja direkt hier. Das ist ja super. So. Das ist ja nicht mal Zufall. Aber was haben wir hier für eine Festung? Die ist hier verdammt gewaltig. Ich will gar nicht wissen, was hier für Aufgaben auf uns warten. Aber erstmal erneuern wir den Schmiedeturm. Mordor nimmt die Form der Elder an. Das ist ziemlich viel. Aber das war ja auch abzusehen, meine Güte. Eine riesige Festung mal wieder. Die Reinigung des Schattens, jetzt verfügbar. Die Menschen und Elben werden sich umschauen, der Herr Meisterzirk. Verbesserung verfügbar? Nein. Gar nicht wahr. Aber wir haben hier ein weiteres Artefakt, das wir mitnehmen. Ein Wetzstein. Dieser Stein ist einzigartig unter dem schier endlosen Aufkommen von Vulkanglasgestein in den Bergen Mordors. Es handelt sich um einen Steifstein der Zwerge, dazu bestimmt, Äxte, Messer und Schwerter derart zu schärfen, dass sie selbst die besten Urugrüstungen oder die steinerne Haut eines Trolls zu durchdringen vermögen. Die scharfe Klinge schneidet den Berg, heißt die Redensart. Wer der Besitzer des Steins auch gewesen sein mag, er war höchst gründlich in seiner Arbeit. Und was sagt denn die Erinnerung? Schärfe weiter! Du musst deine Axt wetzen, bis du eins deiner Barthaare in zwei teilen kannst. Oh, sie ist scharf genug, um einen Grauk zu töten. Jetzt reicht mir die Pfeife. Bei der Jagd geht es nicht um scharf genug, kleiner Bruder. Du musst lernen, die Jagd zu respektieren. Eine scharfe Klinge für ein makelloses Töten. Ohne Respekt vor dem Biest sind wir nicht besser als die Orks. Testen wir sie jetzt einmal. Bei Durin, warne einen Zwerg rechtzeitig, wenn du ihn am Bart reißt. Sieh dir das an, Thorwin. Das Haar ist zweigeteilt. Es gibt doch noch Hoffnung für dich. Thorwin, mal wieder unser zwergischer Freund, der hier erwähnt wird. Oh Mann, so. Dieser Zwerg kennt keine Angst. Ich weiß nicht, ob er tapfer ist oder bloß ein Tor. Oder beides. Er fürchtet den Tod nicht. Doch in Mordor gibt es viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Das kann ich mir vorstellen, zum Beispiel eine orkische Gefangenschaft. Wo haben wir denn hier bitte Isildin? Huch. Ah, hier ist es ja. So. Nanichir, Gelaia Mordor. Ja, boah, bald ist es fertig, Leute. En-Arton, es fehlen nur noch 4 Stück. Wahnsinn. Langsam schließt sich hier der Kreis mit den ganzen Nebenaktivitäten. Ja,
kein Orkhauptmann in der Nähe. Wir laufen schnell, um uns das Artefakt zu holen. So. Ich tippe mal darauf, dass sich das hier oben drauf befinden wird. Eine schöne Festung auf jeden Fall. So, die wir hier gerade infiltrieren. Ich hoffe mal, dass wir hier oben drauf überhaupt das Artefakt finden werden. Ja, da ist es. So, was haben wir hier? Zerbrochener Stab. Eine große Kraft zerbrach diesen Stab eines Zauberers in mehrere Teile. Aus einem Setzling gefertigt, diente dieser Stab einem wandernden Zauberer 1 als Gehstock. Zauberstab und Waffe. Was mit einem seinem Besitzer geschah und wie er in diesen Zustand gelangte, ist nicht zu sagen. Erinnert mich ein bisschen an den Zauberstab von Gandalf. Dem Grauen natürlich. Da ist die Erinnerung. Schon komisch, nicht wahr? Sie haben uns ihren Namen gesagt. Mehrmals. Aber wir haben sie vergessen. Wir haben sie einfach vergessen. Es schien fast so, als würden sie nicht wollen, dass wir uns erinnern. Nach einer Weile waren sie einfach nur noch die zwei Istari. Manchmal auch einfach der Große und der Kleine. Ich kann nicht sagen, warum ich mich nicht erinnern kann. Ich erinnere mich an den Großen, wie er uns Geschichten über eine Goblinstadt erzählte, über einen Mann, der sich in einen Bären verwandelte, von der Zeit als... Nun, ich glaube, es war ihm scheinbar gleichgültig, dass einige seiner Geschichten nicht ganz stimmig waren oder andere einen Toten aus seinem Grab hochschrecken lassen würden. Als der Große ging, nahm er seinen Stab mit, ließ aber einen Gehstock zurück, in dem eine ganze Menge Kerben und Muster eingeritzt waren. Er hat damit irgendetwas aufgezeichnet. Das ist sicher. Ja, die Kerben hat man auch gut erkannt an dem Stab. So, Verbesserung ansehen. Wir können uns immer noch nicht leisten. Schade. Dieser Zauberer, die Istari. Was weißt du über sie? Ist ihre Macht stärker als die deinige? Wir haben uns bisher noch nicht gemessen. Saruman, der Weiße, ist der Vorsitzende des Weißen Rates. Sein Wissen um die Ringe der Macht ist groß. Und auch Saruman werden wir noch kennenlernen. So, einmal hier runter. Denn dann starten wir direkt die erste Aufgabe. So. Oh Mann, eine Schleichaufgabe. Die Reinigung des Schattens. Seine Feinde bemühten sich vergeblich, den Terror im Zaum zu halten. Er zerstörte sowohl ihre Bemühungen als auch ihre Hoffnung. Unser Dolch Arshan ist wieder, oder Achan ist wieder gefordert und ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden. Habe ich den Grabwandler gemeinsam mit dieser Kreatur gesehen? Was führen sie nur am Schilde? Nichts Gutes, so viel ist mal verflucht sicher. Der dunkle Herrscher sieht alles, aber denkt ihr, er kann auch alles hören? Ich weiß nicht, warum du fragst. Und ich will es auch nicht wissen. Für dein Gejammer will ich nicht meinen Kopf hinhalten müssen. Psst. Der Hammer hat sich bestimmt freiwillig vom Grabwandler töten lassen. Ich denke, das ist alles Teil des Plans des dunklen Herrschers. Bestimmt. Bestimmt hat er sich freiwillig töten lassen. Das ist natürlich sehr naheliegend. Was war das? Habt ihr das gehört? Es ist nichts, gar nichts. Lass dich nicht von den Schatten erschrecken. Aber wenn du dich nicht erschrecken lässt, kriegen sie dich. Ich habe nicht vor, heute zu sterben. Oder sonst irgendwann. So. Frage ist, wie kommen wir jetzt am besten? Jenseits des schwarzen Tores soll die Sonne wochenlang scheinen. Es wird niemals geben und der Blitz fast nie einschieben. Vielleicht da jemand umher? Du bist tot.
Da haben wir aber jetzt Glück gehabt. Oh, es darf doch nicht wahr sein, oder? Es darf doch nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Das hat nicht so gut funktioniert. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Einmal hier hoch, ganz, ganz schnell, bitte. Wie unnötig. Mann, oh Mann, oh Mann. Das gleiche nochmal. Ah, Mann. Ich weiß nicht, was so schlau ist, hier jetzt anzufangen zu töten. Wir sollten vielleicht erstmal versuchen, in seine Nähe zu kommen. Aber hier sind so viele Gegner, das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, was hier los ist. Das ist mit Anlocken gemeint, das ist ja gar kein Problem. Die Frage ist, wo haben wir den Schützen hier? Da hinten, ich sehe ihn gerade. Auch das sollte kein Problem sein. Das war nicht so geplant. Haben wir keine Hilfsmittel? Wie soll das denn gehen? Der Hauptmann will die Feindlinge aus seinen Reihen aussortieren. Gut, sie hatten genug Chance, sich zu bessern und haben es nicht geschafft. Man sollte sie den Karagor zum Fraß vorwerfen. Was? Habt ihr das gehört? Nein, da war gar nichts. Wie soll das denn funktionieren? Was denn? Och, ist doch nicht wahr. Das ist aber schwierig, Leute. Damit werde ich aber richtige Probleme bekommen. So eine richtig schwere Schleichaufgabe hier gerade an der Stelle. Oh Mann, da werde ich aber Probleme mit haben. Ich merke das schon. Das ist aber heftig. Meine Güte. Wie soll ich mich da denn reinschleichen? Vor allem, wir müssen die auch mit Schleichangriffen töten, was wahrscheinlich damit das Schwierigste sein wird. Und großartig hier mit Karagors arbeiten kann ich auch nicht wirklich. Ein blutiges Gemetzel. Na dann los, hol uns einen Sklaven zum Fressen, bevor er wieder da ist. Oh Mann. Nicht zu glauben, dass wir den ganzen Tag in der grauenvollen Hitze stehen lassen. Gräulich? Das Einzige, was hier gräulich ist, ist dein verfluchtes Gejammer. Jetzt macht euch wieder an die Arbeit.
Wenn der Anführer euer Gejaule hört, wird er euch die Köpfe abschlagen. Vielleicht tut er uns allen einen Gefallen und fängt mit dir an, du Jammerlappen. Ist mir egal, was es war. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Das ist echt schwer, Leute. Das ist echt schwer. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. Ich habe etwas gesehen. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Ist ja auch gar nicht übertrieben schwer oder so, ne? Ich werde mich nun selbst Grabwandler nennen. Ich habe den Tod so oft überlebt. Ich Idiot. Gemeuchelt? Wovon? Das weiß ich nicht. Ich war es natürlich nicht. Für Gude kann ich hier an der Stelle auch gar nichts. Was war das denn jetzt zum Teufel? Warum bin ich jetzt hier? Mann, oh Mann, oh Mann. Die Aufgabe ist blöd. Ich mag sowas nicht. Habe ich da gerade etwas gehört? Ein Mörder ist unterwegs. Was war das? Wahrscheinliche Ratten. Du bist immer so schreckhaft. Ich habe gerade echt Angst, Leute. Da drüben hat sich etwas bewegt. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Wenn da etwas war, sollte es sich fernhalten. Vielleicht war ja auch gar nicht, meine Freunde. Oh. Ein Artefakt. Mir wohl nur eingebildet. Da müssen. Was für ein Zufall. Ein Küchenmesser. Dieses Siegelmesser ist stark abgenutzt. Ursprünglich war es der wichtigste zeremonielle Aufgabe, der wichtigen zeremoniellen Aufgabe vorbehalten, rituelle Mahlzeiten aufzubereiten oder zuzubereiten. Doch seitdem die Uruks in Nuren eingefallen sind, benötigen die Stammesbrüder jede Klinge für ihren Widerstand. Der Besitzer dieses Messers hat es bis zu seinem Tode gegen die Uruks erhoben. Wollen wir mal reinhören. Hier, nimm das. Ich möchte, dass ständig jemand bei Königin Marvin ist. Ich fürchte, dass sie sich etwas antun könnte. Geh jetzt. Mutter, was geschieht mit dir?
Ist diese Gabe den Preis wert, den du bezahlst? Das Ende der Dunkelheit ist jeden Preis wert. Das ist der Geist Nurnens, Litharje. Nurnen braucht dich, Mutter. Diese Visionen bringen uns nichts, was dein Tod wert wäre. Doch, das tun sie, mein Kind. Ich hatte eine Vision Celebrimbors, des Ringerschaffers persönlich. Nur durch ihn allein kann Nurnen gerettet werden. Celebrimbor, alles scheint mit ihm angefangen zu haben und mit ihm zu enden. Das Land ist prächtig und grün, doch eine Schwäche hängt ihm an. Diese Gewässer sind bitter und die Kreaturen darin sind unrein. Aber sie werden Saurons Kriegsmaschinerie versorgen. Das hat noch gefehlt. Noch mehr Maden. Jetzt stehen die da die ganze Zeit zusammen. Das darf ja nicht wahr sein. Stehen die da unten? Was soll ich denn da jetzt machen? Sehr lustig. Gehen wir erstmal rüber zum anderen Punkt. Na oh, Leute, die Aufgabe gefällt mir gar nicht. Er hat bloß seine Aufgaben erledigt und dann ist sie aus dem Licht der Grabwandler aufgetaucht und hat ihn gemeuchelt. Es ist recht, der Idiot hätte besser aufpassen müssen. Werden wir da gesehen? Risiko. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Völlig unmöglich. Boah. Komm mal her. Komm her. Auf Wiedersehen. Oh Mann. Habt ihr das gehört? Boah. Um Gottes Willen. Danke, lieber Karagor, der hat unser Leben gerettet. Wir müssen es wagen, Leute. Anders geht es nicht. Nein! Der liegt tot auf dem Boden hier. Blöden. Oh. Entschuldigung, Leute, aber oh Gott. Nee, das ist ein Witz. Das war jetzt richtig. Das war jetzt blöd vom Spiel. Das muss ich zugeben. Das war blöd und unfair. Der lag tot auf dem Boden. Nee, Leute, wir machen hier einen Schnitt. Beim nächsten Mal geht's dann weiter hier mit der gleichen Aufgabe. Es kann ja nicht wahr sein. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Eine harte Nuss, die es beim nächsten Mal zu knacken gilt. Bis dann, Leute.